der Show irgendwo gegessen, ne? Ich muss einen Sprung auf die Bank. Zufrieden? Sei doch nicht so bamstig, man fragt ja nur. Erst Beil, das nicht so, das ist eine Karumba-Kugel. So, du Pfosten. Senkrecht musst du es halten wegen einem Satelliten. So. Na super, das haben wir jetzt davon, von deinem blöden Senkrecht halten immer. Kommst du jetzt? Ja. Was sagen Sie mal? Was wollt denn Ihnen? Können Sie nicht aufpassen? Frauen und Hunderl niedertrampeln und Sie wollen Freund und Helfer sein. Entschuldigung, hast du gehört, die Bank ist überfallen worden. Ja, da muss ich ja gleich hin. Welche Bank? Na meine. Und das ausgerechnet am Weltsport, Dr. Hams. Da muss man auch hingehen, weißt du? Ja, tut's nicht lang rum, schießt hinein und fertig! Nehmen Sie Vernunft an. Was wollen denn das? Lassen Sie die Geiseln frei und kommen Sie mit erhobenen Händen heraus. Moment, Schottl, mein Name, ich bin Bezirksrat. Ja, Gneisser, ebenfalls Bezirksrat. Ich verlange. Sie verlangen gar nichts. Die Amtshandlung leite ich. Treten Sie bitte hinter die Absperrung zurück. Moment. Aber lauter Puppen brauchen Niederstrecker. Schwarzenegger. Hallo? Ja, also die Bank ist umzingelt. Ergeben Sie sich. Dann können wir in Ruhe alles besprechen. Du Schieberer, jetzt rede ich. Eben. Also, ein Flugtod. Na Porsche, Eklo. Und dort am Flughafen? Was? Na pass auf. Hier ist das Kieberer, wie die Kinder schreien. Der nächste Schuss geht ins Volle, wenn du nicht tust, was ich will. Also gut, wir gehen auf Ihre Forderung ein. Das Flugtod ist unterwegs. Aber bevor wir weiter verhandeln, müssen Sie die Geiseln freilassen. Zumindest Frauen und Kinder, damit wir ihren guten Willen sehen. Also so geht das nicht. Ich werde eingreifen, mein Lieber. Als Bezirksrat bin ich sozusagen der Stellvertreter von Landeshauptmann, genau, wenn der nicht da ist. Ja. Wir sind die Stellvertreter und da muss durchgegriffen werden, weil Kaisermühl ist immer noch ein Rechtsstaat. Niederstrecker, brauchen Schwarzenegger. Genau, da gehört gestürmt, dass die Funken spritzen. Aber ihr seid ja lauter Kasperl. 100 tote Hosen lassen Sie von einem Mann am Schmäh halten. Ja, Sie reden es Ihnen leicht. Der da drin ist ja bewaffnet. Und wie? Einmal hat er sogar schon geschossen. Und es? Habt ihr lauter Spritzpistolen oder was? Da reden Sie doch kein Blödsinn. Da sind doch Geiseln drin. Da kann man doch kein Mensch mehr aufs Spiel setzen. Da muss man verhandeln. Na, Trampe. Linie 5, Sonderfahrt. Bim, bim! Nein, Sie bleibt da! Gib Ihnen mein Wort als Polizeioffizier. Endstation! Geisel! Nicht schießen, tut Stürmerl! Er hat ihn! Wer hat wen? Der Bim-Bim, den Euer. Seid ihr bei der Gurgel? Macht einen Notzugriff! Ich bin einfach reingekommen und hab mit Bim geschrien. Das ist der Franzi, so ein Leichtsinn. A Servus. Wie war es passiert? Das war knapp. Der Wahnsinnige hätte mich gerade umgebracht. Wenn die Polizei nicht gekommen wäre, war ich jetzt hin. Danke. Sie sind verhaftet. Dort weg, Bankraub aus, alle nach Haus. Sie können doch nicht unbewaffnet gegen einen gefährlichen Verbrecher vorgehen. Sind Sie noch zu retten? Ich, Franzi Meierhofer, braver Buben, Arbeiter. Schiffmühlenstraße. Franzi, ist der was? Franzi, gesund, dick und rund. Ja, Franzi, sag, was ist denn da eingefallen, wenn das die Lena wissen? Lena jetzt drin, ne? Franzi nicht mehr brauchen. Red doch nicht so einen Blödsinn, die Lena hat dich lieb. Franzi! Du bist der Größte. Genau, das bringe ich ins Bezirksblatt.
einmal. Straßenbahn überwältigt Bankräuber. Nein, Franzi, nicht Straßenbahn. Franzi arbeitet, das Schiffbühlenstraße. Aber jetzt Niederstrecker, so wie Schwarzenegger. Das ist direkt unglaublich. Aber auch gefährlich, dass du sowas nicht mehr magst, Franzi. Franz Meierhofer, ein echter Kaisermüllner, ein Held. Wahnsinn, ja. Bankräuber, dumm. Franzi, Spähenstraßenbahn. Linie 5, wie wir. Bankräuber nicht merken, Bankräuber tun. Jetzt ist die Konstanze schon wieder nicht da. Gehen Sie, Frau Blumauer, die Konstanze gibt's ja schon seit 3 Jahren nimmer. Da steht's nicht so um und um, draußen ist der Bär los, alles ist voller Polizei. Ihr habt die Sirenen gehört, suchen Sie schon wieder einen Mörder? Nein, aber dein Bruder ist zum Helden geworden. Der Franzi? Der ist doch... Ist ihm was passiert? Nein, nichts ist ihm passiert, ganz im Gegenteil. Er hätte fast den Reiber da wirkt. Also jetzt komm schon endlich, gut. Ja, und ich? Leid gibt's. Puh, überhaupt, wer passt denn jetzt auf das Geschäft auf? Vorzeitig entlassen, ein guter Führer. Meinst du, drauf ein Zug? Seht's die? Schuh, ein Bier für meinen Freund! Ich miss zu! Der Trottel weiß auch wieder nicht, dass du einen Schuh hast. Sag mal, wie hast du mich eigentlich gefunden? Ich finde es aber kein Problem. Ne? Oder wird der Nasen noch? Ne? Seit wann bist du draußen? Psst, eh schon lang. Seit einer der Frau. Ja. Joe, das ist mein bester Freund. Wir haben jahrelang miteinander. Ist ja wurscht, nicht? Jedenfalls, er war jetzt sehr lange verreist. Aber jetzt ist er wieder zurück, der Joshi. Wohin fahren vielleicht? In Amerika. Businessmäßig. Amerika. Chinatown, you know? Ah, Chinatown. Wo bist du eigentlich zurückgekommen? Wer Amerika keine Zukunft hat. Prost. Kaisermühlen hat auch keine. Was? Wart nur, bis ich mit dem Geschäft bin. Traust du wieder Linke, ne? Nein. Nix. Ich hab mir das überlegt, weißt du, was Arena ist? Hm? Körperkult. Das trifft dies Lokal, ne? Na, das hat dir gefallen, was? Na, das war super, was? Und dann bei einem Haver eine gratis Probe holen, das war der Partie, was? Nein, ich mach ein Fitnesscenter auf. War verleibend, was? Exklusiv. Du Balkatras, mein Leitner pushet so. Ne? Was? Mit Leitner? Ja, was? Ja, nein, ich hab noch nicht erwischt, aber bei ihm daheim wohl nicht, jetzt hab ich mir einen Zettel in die Tiere gegeben. Den Zettel ist da keiner mehr. Der Bursch ist Berlin gegangen. Nach Deutschland. Mit einer Beef gekotzt. Was ist der? Was heißt nach Deutschland? Sag mal, hat denn der Blitzbett oder was? Ist ein Scheiß. Was mit seiner Alten ist? Ja, die sind doch geschieden. Nicht? Ich glaube, die Alte, die lebt jetzt zusammen mit unserem Doktor. Wo wohnst du jetzt? Du, wenn du nichts hast, kannst du bei mir auf der Campingliege schlafen. Auf der Campingliege? Nein, bei der Wohnung. So, dann hast du eine Wohnung. Hm? Seit jetzt? Nein, wir haben nichts gestohlen. Hoffe ich zumindest. Die Blumauer war ja die ganze Zeit in der Trafik und hat aufpassen. Da hast du einen Glück gehabt. Der ist mir beim Rosfleisch gehabt. Da haben sie ein paar Stangen Wurst gestohlen, wie die Verkäuferinnen am Tatort waren. Und beim Wirten, da sind die Gäste abgepascht, ohne zu zahlen. Und beim Dings... Sag die Damen. Darf man ein bisschen plaudern? Ich arbeite. Sehen Sie ja. Und ich bin praktisch schon in der Trafik. Ja, wir werden jetzt eine kleine Probe machen, Mastili, gell?
Wen rufen Sie denn da an mitten vom Hof aus? Na mich. Meine Wohnung. Das sind Sie ja. Es geht. Und da rufen sie ihn selber an, obwohl sie ihn ja von der Wohnung gar keine Antwort geben können. Ich rufe ja nur zur Kontrolle meine Nummer an. Ich möchte wissen, ob mein neues Handy auch wirklich gut funktioniert, ne? Was brauchen denn Sie, ein Handy? Jeder Mensch braucht ein Handy, wenn er kommunikativ sein will, meine liebe Frau Kotzeber. Aber vielleicht Sie nicht. Sie haben ja den Besen, ne? Also jedenfalls, lieber Gneisser, haben sich Ihre Genossen mit der Revitalisierung unserer alten Donau ein Eigengoal geschossen. Das Wasser ist jetzt genauso mies wie früher. Na, das kommt nur von den Blaualgen, die uns da irgendwer eingeschleppt hat. Aber jetzt kommt der da große Durchstich und dann kriegt das Wasser Trinkqualität. Das haben wir Sozialdemokraten unseren Leuten versprochen. Nein, Gott, versprochen haben sie schon so viel und nichts geholfen. Schwammtreber, Schrödel, Schwammtreber. Wissen Sie was, ich muss Ihnen was sagen. Oder nicht, dass es gleich wieder an die Grünen weitergeben. Oder vielleicht gar an den Wiesler schicken. Moment, was haben wir denn? Die F, die ist nämlich... Na, so lieber Na, was ist denn? Wir Roten haben deinen Brief bekommen, seinen komischen aus Kreuzberg. Wissen Sie Moment, damit wussten Sie sie auch? Eine Anfrage, was Kaisermühlen eigentlich ist? Was haben Sie mit dem Brief gemacht? Noch nix. Faktisch totgestellt haben wir uns. Das ist gut. Wir auch. Ich meine, das kann doch nicht jeder x-beliebige unser Kaisermühle ausspionieren. Wo kommen wir da hin? Ja, genau, das haben wir uns auch gedacht. Da sehen wir wieder, wozu eine Koalition gut ist. Ja. Ne? Zwei Parteien, ein Gedanke. Ja, ja. Sagen Sie, Schöttl, wissen Sie, was dieses Kreuzberg überhaupt ist? Das ist ein Berliner Bezirk voller Tschuschen. Mit großem Ausländeranteil. Ach so, da waren Sie ja instinktiv richtig verhalten. Ja. Wir haben keinen Brief gekriegt, also brauchen wir keinen Brief schreiben. Hm? Und die Geschichte hat sich gehoben. Ja. Aber ja, voll im Visier habe ich ihn, mitsamt dem Kneißer, seinen Komplizen. Ich sag Ihnen, Frau Pippal, irgendetwas stimmt da nicht. Die Frau Schäutl, die ist ja schon öfter ausgezogen, aber die ist ja immer wieder zurückgekommen. Nur diesmal nicht. Ja, schon über 3 Monate nicht. Die ist, seitdem sie weg ist, einfach verschwunden. Also, gib bitte was. Die ist nicht so. Ja, die hat sich in Luft aufgelöst. Apropos. Aufgelöst. Ich möchte nicht darauf schwören, dass die Schäutl nicht umbracht und dann in Salzsäure aufgelöst worden ist. Also, ich möchte Ihnen da was anvertrauen, aber nur Ihnen. Mir? Haben Sie vielleicht irgendwem umgebracht? Nein. Ich bin seit vorgestern geschieden. In Contumatiam. Wo? Deutschland. Vom Amtsgericht Hannover. Die Renate hat das ganz allein mit ihrem Anwalt durchgezogen. Das tut mir aber leid. Mir auch. Nein, das tut mir überhaupt nicht leid, weil das Weib hat ohnehin mir das Leben nur schwer gemacht. Und wissen Sie, mit wem sie jetzt lebt? Ich? Nein. Mit dem Burschi Leitner? Nein. Jetzt wissen wir, warum der auch verschwunden ist. Das ist aber nicht die feine Englische. Ja, also schwamm drüber. Hauptsache, ich bin wieder ein freier Mann. Ne? Kann ich Ihnen irgendwie helfen, Frau Kaiser? Und der hat noch nichts bemerkt? Nein. Der René ist in solchen Sachen ein bisschen ein Chopperl. Ja, das sind aber alle Männer, weil sie nicht die Regel haben. Ich glaube, die meisten wissen nicht einmal, wie eine Frau eigentlich wirklich funktioniert. Hauptsache, sie haben eine. Und warum hast du nichts gesagt? Mein Gott, das ist halt so schwer. Was ist denn dann so schwer? Ein Kind kriegt man, da lässt man abtreiben. Ich will es aber nicht abtreiben lassen. Ja, dann kriegst du doch. Sagt sie so leicht. Wieso? Kitty, ich hab das noch nie jemandem gesagt. Auch der Franzi weiß es nicht und der darf es auch nie erfahren. Was denn? Bist du krank? Oder hast du Aids oder sowas? Oder? Sei doch nicht so deppert, Ines. Woher soll es denn Aids haben?
wenn der René der einzige Mann in ihrem Leben war. Ja, Blutübertragung oder sowas. Nein, nein, ich bin schon gesund. Aber der Papa von meinem Papa, den haben die Nazis umgebracht in irgendeinem Schloss Hartstein oder Hartheim oder so, weil er krank war im Kopf. Und jetzt glaubst du, dass dein Kind auch sowas bekommen kann? Ja. Ich meine, ihr kennt's mich doch. Ich bin doch normal und alles, aber auf der anderen Seite gibt's halt den Franzi. Jetzt mach dich doch nicht lächerlich. Der Franzi ist doch nicht krank. Ich meine, er ist vielleicht ein bisschen behindert, ja, aber das muss ja nichts mit der Familie zu tun haben. Vielleicht aber doch. Wie alt war eigentlich deine Mutter, wie es den Franzi gekriegt hat? 48. Na, vielleicht hat das damit was zu tun. Aber erstens einmal bist du nicht so alt. Und zweitens ist die Medizin heutzutage schon so weit, du weißt eh mit Fruchtwasser. Was soll denn da passieren? Oder will der René kein Kind? Nein, ja, natürlich möchte der René ein Kind. Der redet ja schon die ganze Zeit von nichts anderem. Aber jetzt, wo es halt so weit ist, da habe ich eine Angst. Jetzt fürchte dich doch nicht vor der Vergangenheit. Der René ist doch ein Mensch und er liebt dich über alles. Du musst das ihm aber schon sagen. Und das mit dem Großvater, das musst du ihm auch sagen. Versprochen? Ja. Ewig könnte ich hier so sitzen, Kinder, und direkt zum Poeten werden. Gelb sind schon die Wälder, kahl die Stoppelfelder, kühler weht der Wind. Es ist eh schon kalt. Nichts denken, nur seine Ruhe haben. Kein keppelndes Weib, keinen Stress, im Geschäft keine Politik. Nur da sitzen, den Vogeln zuschauen. Papa, du wirst alt. Wenn ein Mann wie du poetisch wird, dann geht stetig dem Ende zu. Blödsinn. Heute fühle ich mich direkt wie ein ganzes Kraftpaket. Bäume könnte ich ausreißen. Aber seine heilige Ruhe haben, das ist auch was Schönes. Wo schaut's denn so? Was ist denn? Da sind wir. Die Koffer können sie zum Haus tragen. Mama, du? Ja, ich. Wollt's mich nicht begrüßen? Begrüße dich, Oma. Tag, Frau Scheutl. Sag mal, warum sitzt denn ihr bei der Köthen im Garten? Überhaupt du, Erwin, wo du eh so empfindlich bist. Also Mama, ich weiß nicht, was das soll. Mal 220 Schilling. Geh, gib ihm's. Also, ja. 220, ja. 240. Wiederschauen. Nicht einmal Dankeschön, sagt der Pimpf. Hält das nicht für notwendig. Dabei ist ein Chauffeur das Letzte. Nichts als ein Kutscher ohne Pferd. Also Mama, ich weiß wirklich nicht, was das alles soll, aber bitte nimm halt Platz, setz dich. Na dann, tschüss, Oma. Ja, wir müssen leider gehen. Wohin denn? Oder vielleicht, weil ich gekommen bin? Nein, aber wir... Wir haben Kinokarten. Genau. Ah, Kino. Da spinnst du doch nur lauter Blödsinn und Perversitäten. Wenn ihr einmal ein gutes Buch lesen tätet und ein bisschen was im Garten machen, dann schaut eh total verwildert und verwahrlost aus. Wie du, Bub. Ja, du bist eben wie dein seliger Vater. Nicht imstand, das Leben allein zu meistern. Peppi, du kannst meine Koffer ins Haus tragen. Sag mal, Mama, für was hast du das viele Gepäck dabei? Fährst du ins Ausland oder was? Nein, ich bleib da, damit du mir nicht ganz verwilderst. Ja, aber... Mir ist kalt, wir gehen ins Haus. Herr Speppi, wir kommen noch zu spät. Oh. Du, Peppi. Ja, Papa.
Pippel, es ist genauso, wie ich es Ihnen gesagt habe. Ja, der Schäutler hat sich glatt über Nacht ein zweites Biotop in seinem Garten gemacht. Also wenn das nicht seine selige Gattin vermischt mit Salzsäure und Wasser ist. Was? Zu wenig? Mengenmäßig? Na, Sie sind naiv, Frau Pippel. Dann denken Sie doch an den Fußballer, an den Leitner. Der ist doch auch verschwunden, ne? Ja, da schauen Sie, wie ich kombiniere. Aha, Doppelmord. Heutzutage alles möglich. Und in dem Biotop, da ist sehr viel Platz nach meiner Liebe. Da passen Sie auch noch rein. Aufgelegt. Na, Mama, Moment. Pfui, Teufel. So was schaust du dir an? Ein erwachsener Mensch und Politiker, dass du dich nicht schämst. Mama, reg dich nicht auf. Sex ist was ganz Natürliches. Das ist kein Sex, das sind Schweinereien. Na, also, nimm das Zeug und schmeiß es weg. Wann ist denn das letzte Mal staubgewischt worden? Ich wollte eh morgen. Und diese Flecken. Na, da müssen sich ja Orgien abgespielt haben mit den diversen Weibern. Sag einmal, hast du keinen Anstand? Wo ist denn ein frisches Bettzeug? Im Moment, im Kasten, glaube ich, die Renate hat eben... Nimm diese Frau nicht in den Mund. Danke Gott auf den Knien, dass du sie los bist. Dann hast du das letzte Mal die Unterwäsche gewechselt. Und wie du ausschaust, ganz gespitzt und herabgekommen. Wann hast du das letzte Mal rasiert? Und wann hast du das letzte Mal was gegessen? Na, ich hatte Mittag im Gasthaus. Ein anständiger Mensch ist zu Hause. Im Gasthaus kochen sie mit schlechtem Fett. Naja, das wird sich jetzt alles ändern. Schlagartig, jetzt nehme ich dein Leben in die Hand. Ja, was, Mama? Wieso denn? Wir haben doch hier überhaupt keinen Platz. Keine Widerrede. Deine Mama wird jetzt ein paar Monate bei dir wohnen und schauen, dass dir nichts abgeht. In einem Schlafzimmer raucht man nicht. Überhaupt, seit wann rauchst du? Bist du an Lungenkrebs sterben? Vielleicht. Hätte ich wenigstens meine Ruhe. Fertig. Gott sei Dank. Wer die Trappe? Wer isst, der muss auch abwaschen. Also raunt's nicht. Und jetzt? Legen wir sie halt ein bisschen früher nieder. Im Fernsehen ist eh nix. Vorher möchte ich dir was sagen. Sag mir's nachher. Ich möchte aber jetzt. Ich war gestern beim Doktor. Warum denn? Fällt dir was? Nein. Eher habe ich was dazu bekommen. Der Doktor sagt, ich werde Mutter. Doch. Bist du jetzt bös? Bös? Warum denn bös? Ich freue mich, du Kleiner. Wir haben nachher, wenn er was zum Anziehen kriegt. Das gibt's ja, Kleiner. Wenn du Mutter wirst, dann wie ich, alter Trottel, ihr Vater. Das darf doch nicht wahr sein, wenn ich das dem Schwester sag. Dann wird dem gerade das Bier wollen. Gott, das darf ich dir aber nicht mehr so drucken, weil... Ach, damit dem Kind nichts passiert. Ich bin da erst im dritten Monat. Und ich habe eine solche Angst gehabt, dass da das nicht recht ist. Also das ist jetzt nochmal eine reine Formalität, ne? Ich meine, Sie überweisen die Provision und Sie können heute noch quasi einziehen. Ja, und über die Ablöse, da reden wir über die Finanzierung. Ne? Entschuldigen Sie bitte. Was ist denn? Ich habe gesagt, ich will nicht gestört werden. Was? Er ist es? Ja. Ja, hallo, servus. Ekelhaft, wie dieser Wieslutsch da zu uns rüberschaut. Der wird sicher wieder ausposaunen, dass wir da irgendwas auspackelt haben. Ja, das ist scheißlich. So ja, gut. Wir sehen uns dann bei der Sitzung, gell? Ich danke dir für den Anruf. Danke dir. Aber danke. Peter, was geht uns diese junge Tute an? Nichts geht uns an. Peinlich ist es trotzdem. Ja, apropos peinlich, Gneisser. Wissen Sie, das mit dem Peppi und der Claudia, das kann nicht ewig so weitergehen.
In so wie fern jetzt? Naja, zum Beispiel, dass die zwei in der Goethehof-Wohnung leben in wilder Ehe. Ne? Wilder Ehe, sowas gibt's doch heute gar nicht mehr. Ich meine, wir Sozialdemokraten haben doch Gott sei Dank dafür gesorgt, dass es so etwas nicht mehr gibt. Ne? Ich meine, das heißt Zweierbeziehung, ja, wenn zwei junge Leute. Ich bin ja nicht von vorgestern, nicht? Aber trotzdem. Schöner für die Öffentlichkeit jetzt ausschauen, wenn unsere Kinder eben heiraten, nicht? Sagt doch meine Mutter. Ja, gut, Sie werden sagen, meine Mutter ist eine alte Frau. Gut, sie ist eine alte Frau, aber sie hängt eben an den überkommenen Werten, nicht? Was soll ich da machen? Außerdem vertritt meine Mutter, was nicht außer Acht zu lassen ist, doch irgendwie auch die Volksmeinung. Na ja, gut. Wenn eh schon alles verhakt ist und unsere zwei nicht voneinander losen können, dann soll ich von mir aus heiraten. Wenn wir Sozialdemokraten... Ja, da ist noch was gemeißer, weil meine Mutter ununterbrochen gerade auf diesem einen Punkt herumreitet. Weil der Himmelvater und die Leute sehen alles, sagt sie. Heirat in der Kirche. Na, servus. Bitte, man sieht es offen mit den zwei dann von mir aus in der Kirche. Wir Sozialdemokraten sind ja tolerant. Knesser. Also Knesser, es fällt mir wirklich ein riesiger Stein vom Herzen. Oh. Guten Tag, hallo. Jetzt kennen Sie mich nicht, oder? Döbler, Josi. Ich war zwischen Ihnen und Ihrem Buben bei dem Ministrant. Ach ja, der Josi Täubler, so was. Ihnen habe ich aber lange nicht gesehen. Nein, ich war in Amerika drüber Zeit, ja. Aber eine schöne Zeit drin gehabt, ja. Nur businessmäßig, ne? Ich glaube, ich muss jetzt gehen. Wieso? Na geh, jetzt bleiben Sie locker, hocken Sie ja nieder. Wir zwei Kardinalschütteln haben ja kein Geheimnis voreinander, oder? Kommen Sie. Ja, also was führt Sie zu mir, Herr Teufel? Der Zufall oder ist es Absicht? Puh, beides, sage ich mal. Nicht? Nein, ich will einfach ein bisschen plauschen jetzt über die gute alte Zeit und ein bisschen über die Future auch. Nicht? Wir haben die ganze Zeit drüben in Amerika immer gedacht. Na ja, wer weiß, vielleicht ist der Schultl schon Parteiobmann, nicht? Parteiobmann? Dass Sie nicht Bürgermeister sind, mit dem habe ich gerechnet, nicht? Aber Spaß, gell? Ja, mir gefällt es wirklich, dass ihr beide jetzt politisch sehr einflussreiche Leute seid. Bei der Gelegenheit will ich eh gleich ansetzen, und zwar, wie stehen Sie prinzipiell zur Idee, dass man da in Kaisermühl nochmal ein Fitnesscenter aufmacht? Ne? Mann, ein schön exklusiv, was? Ja, also in wirtschaftlichen Angelegenheiten, da ist eher der Schüttel zuständig. Ja, also, wie gesagt, ich hätte alles benannt, Pläne, alles. Hab jetzt meine Trainerausbildung drüben fertig gemacht beim Schwarzenegger in Florida drüben in Kalifornien bei ihm. Ein wilder Hund auch nicht. Sachen aufgeführt. Nein, an und für sich, alles im Rennen. Nicht? Das Einzige, wo ich jetzt sage, dass du ein bisschen bremst, ist, ich brauche einen Kredit. Und ich denke mir, es wäre dann nicht schlecht, wenn ich ein bisschen eine politische Rückendeckung hätte. Nicht? Vergessen Sie bei der Sache eins nicht. Ein Fitnesscenter ist für die Volksgesundheit auch sehr bedeutend. Ne? Ja, Herr Tauber, schon. Aber meine, ich bin schon ein aufgeschlossener Mann von nicht geringem Einfluss. Also das kann man schon sagen. Aber sowas geht nicht von heute auf morgen, wissen Sie. Also müssen Sie ein paar Unterlagen bringen zuerst einmal. Vielleicht so einen Finanzplan, Referenzen und so. Dann kann ich schon für Sie vielleicht tätig werden. Ja, nein, hoffentlich ist da nichts. Also ich habe Zeit für Sie. Ne? Guten Tag. Bist du drin? Hallo. Nix. Nein, weil ich muss eh schon zischen. Fahr mir das zu. Seitdem ich da bin, businessmäßig. Ah, Wahnsinn, ne? Aber time is money, wie man sagt, wissen Sie. Ne? Da links war das. Also der Döbler, der ist doch. Der war doch im Häfen.
mich nicht ernst genommen. Sie überlegen sich das jetzt in Ruhe mit Ihrer Wohnung und ich werde dann im gegebenen Fall wieder Kontakt aufnehmen. Es wird ein, zwei Tage vielleicht dauern. Entschuldigen Sie bitte. Der untere Moment. Hey, servus, Alter. Das muss ein Irrtum sein. Nein, sicher nicht. Rosauerlinde. Nummer 13, stimmt's? Das Objekt, Haus Nummer 13, das kenne ich nicht. Was? Nein, nicht Haus, Zelle. Wir gehen. Ja, ich werde mich dann, wie gesagt, binnen melden. Moment, ich brauche noch. Nein, warte, erst. Sicher. Erst mein Festplatten los mit dem Stich. Fahrlässige Grider, stimmt? Erst tust du mir das Buch gebucht, das ist mein Kampf. Sag sie, das muss ein Irrtum sein. Nein, das weiß ich sicher, weil das Buch war kompletter Scheiß. Das ist wie ein Eintausch gegen einen Lederstrumpf. Der war super, weil ich glaub, der war realistischer. Das draußen besprechen. Ja, na, das ist super. Halt. Pass auf, du kennst mich nicht und ich kenn dich nicht, okay? Sag mal, was ist mit dir? Jetzt bleib locker. Also der Teufler probiert's wirklich bei an jeden, aber der Kollege von der F ist ja sehr aufgeschlossen. Aber die Ehre. F? Na ja. Wenn wir einmal drin war, dann sehen wir sie auf einmal nach der großen Freiheit. Was? Ja, was bist du denn schon gar nicht? Hallo. Also gut. Was kostet es, dass du die Goschen hältst? Na ja. Sagen wir. Nix. Alles gut bei dir, passt das? Bringen Sie mir vielleicht doch noch einen kleinen Espresso, wenn es recht ist. Ja. Der liebe Herr Bezirksrat, darf ich mich ein bisschen zu einem einsamen Strohwitt versetzen? Ja, natürlich. Frau Turecek, darf ich behilflich sein? Gerne. Selbstverständlich. Nehmen Sie nur Platz hier, bitte. Übrigens können Sie den einsamen Strohwitwer weglassen, weil ich bin jetzt ein geschiedener Mann. Aber geht's? Das tut mir aber leid. Nur mir nicht, ganz im Gegenteil. Wissen Sie, liebe Frau Turecek, jetzt, wenn man so sagen darf, liegt das Leben wieder vor mir. Was Sie jetzt für schöne blonde Haare haben. Ja, blond passt mir besser. Macht mich, wie man so sagt, glamouröser. Was darf ich Ihnen bringen? Nix. Oder, weil ich Ihnen keinen Korb geben will. Ein Cappuccino mit Doppelschlag, obers, dafür aber mit Süßstoff. Und eine Trüffel dort auch mit Schlag. Und ein Achtel Veltliner. Gerne. Und Ihr Geschäft? Wie mein Geschäft? Ich meine, müssen Sie jetzt so ganz allein drinstehen? Ja. Das heißt, nein, meine Mutter. Das heißt, genau genommen suche ich eigentlich eine Teilzeitkraft. Aber Frau Turecek, bitte, sind Sie mal ehrlich. Nicht? Wo findet man heutzutage jemanden Verlässlichen, nicht? Na dann. Probieren Sie es doch einmal mit mir. Meine Hausmeisterei lastet mich nicht aus. Könnte man in Erwägung ziehen, durchaus. Warum nicht? Müssen wir mal drüber reden. Hm? Und wird es Ihnen denn passen? Ja, wann wird es mir denn passen? Also, sagen wir vielleicht. Vielleicht morgen. Gut. Darf ich? Gern. Mama. Da sitzt du. Ich such dich schon überall. Mama, das ist die liebe Frau Turecek, die... Weißt du denn nicht, wie spät es ist? Und ein Espresso trinkst auch noch. Denk doch an dein Herz. Also, jetzt wird gegangen. Zu Hause wartet das Nachtmahl. Ja, also ich glaube, dann wäre jetzt heute müssen nicht... Bitte, liebe Frau Turecek, wenn Sie so nett wären und das der Kellnerin geben, gell? Und Sie bleiben mir im Wort, gell? Auf Wiedersehen, lieber Herr Bezirksrat. Mit was soll dir denn diese Person im Wort bleiben? Und überhaupt, Herrst, die kenne ich doch. Na ja, natürlich kenne ich die. Hat die nicht früher so scheißliche rote Haare gehabt? Komm, Mama, das Essen wird kalt.
Moment. Hallo, wer ist denn da? Hallo. Bursche Leitner, was sonst? Dann sollten wir uns ja eigentlich kennen. Sabine Leitner, mein Name. Ah, Scheiße. Guck mal, wie ich ihn endlich erwische. Mund halten und Hände hoch. Wollt ihr es wirklich? Ich glaube, so gut kennen wir uns noch nicht, oder? Döbler, Joschi. Ich bin ein Haberer von Bursche. Wie kommen wir uns eigentlich in meine Wohnung? Gute Frage. Der Bursche hat mir einen Schlüssel geschickt. Ins Olympic-Gym, wo ich mit Schwarzenegger trainiert habe. In Kalifornien drüben. Ich würde da mein Bursche des Fitnessstudien Kaisermühlen aufmachen jetzt. Ist Ihnen vielleicht aufgefallen, dass der Bursche nicht mehr da wohnt? Eben. Ich denke mir schon selber die ganze Zeit, sag mal, ich hör's. Sie glauben jetzt sicher, ich drücke in der Geschichte, gell? Ja, das glaube ich. Der Wiener, Entschuldigung, nur. Ich möchte Ihnen was zeigen, schöne Frau. Ich bin keine schöne Frau. Na, oh ja, schon ein bisschen. He? Den Brief da nehme ich. Gut, dann tanzt das weg. Sie zwicken Ihnen nur den Finger, schauen Sie mir alle aus. Schau. Das tut sich nicht aus. Da steht in dem Brief vom Bursche, ich möchte der Wohnung das nicht mit drin. So ein mieser Kerl. Also das von Ihnen da, das... Nein, das brauchen Sie jetzt ernst nehmen. Ich nehme überhaupt nichts mehr ernst. Und Sie verlassen sofort meine Wohnung. Na ja, nein, wegen der Wohnung, das wird man schon. Ich hol die Polizei. Na du, will ich mal mit dem Taxi. Sag's, Sie haben sicher die Telefonnummer da vom Hilton. Wo ist der Urlaub, Joschi? Nicht wirklich. So. Alter, es war jetzt Winter Campingliege. Es war jetzt alles über unsere Ausstellung. Sie können ja nachher die Bilder ausschauen. Und nun, liebe Kaisermüllner, schreiten wir zur Ehrung eines noch lebenden, unter uns weilenden Helden. Franzi Meierhofer. Bravo, Franzi. Bravo. Sehr geehrte... Liebe Kaiser Müllner. Gleichzeitig können wir nicht reden. Sehr klar. Normalerweise redet man so, was der Vertreter der stimmenstärksten Partei. Das Wort hat jetzt der hochgeschätzte Herr Sektionschef Hofrat Dr. Wottrupper vom Innenministerium. Meine Damen und Herren, tapferer Herr Meierhofer, ich will keine großen Worte machen, denn das liegt uns Polizeibeamten nicht. Wir handeln lieber, anstatt zu reden. Und auch Sie, Herr Meierhofer, haben gehandelt wie ein Polizist, wenn auch recht unüberlegt. Ich Niederstrecker, wie Schwarzenegger. Ich halt. Ganz recht. Aber trotzdem, wie auch immer, Ende gut, alles gut, sagt der Volksmund. Und aus diesem Grund hat sich unser verehrter Herr Innenminister entschlossen, Ihnen zum Zeichen des Dankes und zur Erinnerung an Ihre heldenhafte Tat nicht nur ein handunterzeichnetes Dankschreiben, sondern auch noch eine kleine Gabe zu übermitteln, die Sie, wenn auch nur symbolisch, zu einem der unseren machen soll. Bitte. Steh auf, Franzi, und geh zum Herrn Sektionschef. So. Hier. Entschuldigung. Unser Held, der lebe hoch, hoch, hoch. Franzi nicht mehr lieben. Aber ich hab dich doch lieb, Franzi. Und der René auch. Wenn wir ein Kind haben, wird dich das auch lieb haben. René, fremder Mann. Kind auch fremd. Bist deppert, ich bin doch kein Fremder für dich. Wir sind doch Haberer. Das Kind wird dir auch nicht fremd sein, Franzi. Franzi, Lena, René und Kind nicht brauchen.
Habdernack jetzt Freund und Bezirksrat? Sei Katilo, Franzi. Wenn das Kind auf der Welt ist, dann wirst du sein Onkel sein. Ist das nix? Ich und viele andere sind keine Onkeln. Du wirst aber einer sein. Franzi, sei wieder lieb. Schau, der René und ich, wir freuen uns doch schon so auf das Baby. Lena, Milch im Busen. Kind trinken und wachsen, immer größer werden. Vielleicht wird Arbeiter oder Polizist oder Bankräuber. Vielleicht böse, schlecht. Man nicht wissen, wie Frau Kaiser so böse, nicht wissen. Unser Kind wird keine Frau Kaiser. Es wird ein Bub, logisch. Ein Braver. Kein Bankräuber und du bist sein Onkel. Kannst mit ihm spielen. Und spazieren gehen und in den Eissalon. Und den Bruder? Kaufst dir mal einen schönen, großen Luftballon. Eissalon? Luftballon? Franzi mit Kind spielen, wenn er. Und mit Bezirksrat vielleicht. Franzi Onkel. Wie ist Name vom Kind? Neffe. Wenn es ein Bub ist, dann ist es dein Neffe. Und wenn es ein Mädel wird, deine Nichte. Bub ist Neffe, Mädel Nichte. Wann kommt? Wahrscheinlich im Mai. Mai? Mai schon bald? Franzi macht ein Geschenk für Kind. Franzi Freude. Jetzt wieder lieb. Mein Gott, was hab ich nur für ein leeres Leben. Das wird Ihnen jetzt genauso gehen, Herr Schultl. So ist es, liebe Frau Turecek. Doch ich bin einsam. Wie ein kleines Sternderl in der uferlosen Milchstraße. Und wenn wir vor dem Himmelvater stehen und der uns fragt, was wir aus unserem Leben gemacht haben, da müssen wir ihm sagen, nix. Verplempert haben wir es. Zwei so schöne Menschen wie wir. Es ist wirklich traurig. Wie heißt du mit dem Vornamen, liebe Frau Turecek? Sag Mausi Maus zu mir. Du kleiner Perlibär. Wissen, wer dem Scheudel sein nächstes Opfer sein wird. Boah.